Wer dieses Video guckt, weiß, dass irgendetwas nicht stimmt. Irgendetwas ist hier verkehrt, wenn andere Männer dir beibringen wollen, dass Frauen auf Status und Dominanz stehen, aber du um dich herum immer wieder mal einen guten Kerl siehst, der eine Freundin gefunden hat. Wie zur Hölle passt das zusammen? Wollen Frauen jetzt einen Alpha oder suchen sie doch etwas anderes? Sind Frauen wirklich so oberflächlich? Nein, das weißt du besser. Tolle Frauen wollen einen Mann mit Herz, der sie und andere führen kann, wenn es nötig ist. Aber nicht muss. Ein richtiger Mann muss sich nicht zwanghaft verstellen oder so tun, als wäre er besser als andere. Wir sind alles Menschen. Wenn du das verstehst, dann wird es auch viel leichter fließen zwischen dir und ihr. Aber manche wollen dir das wirklich beibringen, dass es auf Status ankommt. Geh einmal in dein Herz. Hör mal in dich. Ist das wirklich du? Was hinterlässt das für ein Gefühl bei dir, wenn du solche Ratschläge hörst? Fühlst du dich gestärkt? Mutig? Fühlst du dich dann wertvoll genug, um endlich auf diese eine Frau zuzugehen oder den nächsten Schritt zu wagen? Oder fühlst du dich entmutigt, klein und unvollkommen? Da sollten schon mal alle Alarmglocken angehen. Wenn dir jemand das Gefühl gibt, dass du nicht genug bist, dann ist er kein Coach, dann ist er ein Arsch. Und wir wollen kein Arsch werden, oder? Denn das will sie nicht. Dann sollten wir uns vielleicht auch mal Gedanken machen, wie diese sogenannten Alphas bei schönen und intelligenten Frauen ankommen. Was für ein Gefühl sie bei Frauen hinterlassen. Das wird nämlich nicht anders sein. Und dann sollte doch die Sache glasklar sein. Welches Gefühl möchtest du in Frauen hinterlassen? Und nur deswegen solltest du auf die Männer hören, die auch ein gutes Gefühl in dir hinterlassen, bei dem du dich gestärkt fühlst, bei dem du den Mut entwickelst, endlich das zu tun, von dem du weißt, dass es schon längst das Richtige ist. Diese Alphas, die hinterlassen nämlich bei Frauen ein ganz ekliges Gefühl. Und das will sie nicht. Vielleicht die Barbie-Puppe, die kein Selbstwertgefühl hat und sich deswegen alles gefallen lässt. Aber die wollen wir nicht, oder? Wir würden gerne eine Partnerin auf Augenhöhe. Selbst wenn das nur für eine Nacht ist als One-Night-Stand oder eine Affäre für längere Monate oder länger. Oder eben für die Frau unseres Lebens. Die richtige. Egal wer, die Frauen, die uns begegnen in unserem Leben, auf unserer Reise, das sind Frauen, die wollen mit dir gemeinsam etwas erleben. Die sehen dich auf Augenhöhe und genauso sollten wir sie auf Augenhöhe sehen. Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Ja? Die Dynamik ist leicht anders. Wir müssen auf jeden Fall Unabhängigkeiten mitbringen, sodass sie uns auch als attraktiven Mann wahrnimmt. Aber dieses ganze Gedöns und schwachsinnige Gelaber über Dominanz und Alpha und hohen Status, das hat fast gar nichts damit zu tun, was eine wirklich schöne und intelligente Frau von dir will. Das zählt für unselbstbewusste Frauen oder für manipulative Frauen, die wir nicht wollen. Und falls dir eine tiefe Verbindung mit Frauen egal ist, ja, dann ist dieser Kanal halt nichts für dich. Dann geh eben zu deinen Alphas. Dann finde dein Glück. Ich weiß, du wirst es nicht finden, aber finde wenigstens den einen One-Night-Stand mit der einen hohlen Dame, die du endlich willst, um dieses Loch in deinem Herzen zu stopfen, das du niemals stopfen wirst. Genauso wie die Männer, die dir genau das beibringen und immer noch ein Loch im Herzen haben. Viel Glück, viel Erfolg. Du wirst es nicht schaffen. Es gibt einen schöneren Weg. In meinen Flirtkursen wurden so weit über hunderte von Männern zu selbstbewussten Verführern mit Herz. Und wenn auch du diese eine Sache, die ich dir in den nächsten Minuten mitgebe, umsetzt, dann wirst du ebenfalls schöne und intelligente Frauen verführen und entlang der Reise deine richtige finden. Ich kann die Frauen ansprechen und kennenlernen, die ich möchte. Und das ist einfach nur der Hammer. Das habe ich so viele Jahre nicht geschafft und jetzt kann ich es. Und auch vor allem das Date gestern, das war einfach der Hammer. Echt ein würdiger Abschluss wie in so einem Film. Wir sind keine Arschlöcher. Wir wollen keine Machos sein. Und die richtigen Frauen haben daran auch kein Interesse. Aber sie wollen, dass wir zu unseren Bedürfnissen auch stehen. Sie haben kein Interesse an jemandem, der mit ihr irgendwelche Spielchen spielt. Sie wollen, dass wir ehrlich sind, unabhängig sind und dass wir nur ab und zu einen Impuls setzen. Das sind diese kleinen Momente, in denen nur 5% mehr Mut gefragt ist, als es die anderen zeigen. Sie wollen, dass wir zu unseren Bedürfnissen stehen. Sie wollen, dass wir Rückgrat haben und dass wir dazu stehen, wenn wir sie mögen. Das heißt nicht, dass wir extrovertiert oder besonders offensiv vorgehen müssen. Nein, aber zwei Dinge sind nötig. Erstens, du musst für dich und deine Bedürfnisse einstehen. Sag, wenn dir etwas an ihr gefällt. Sag ihr,
Ich finde, wir zwei sollten mal auf ein richtig klassisches Date gehen. Und wenn sie oder andere dich dann testen, dich auf die Probe stellen und dich nachfragen, meinst du das wirklich ernst? Dann steh dazu. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin ein Mann, ich sage mir, was gefällt und ich werde mich dafür niemals entschuldigen. Und zweitens, zeige Unabhängigkeit. Füge immer den Satz hinzu, wenn du nicht willst, ist das völlig okay. Ist deine Entscheidung. Ich zwinge hier niemanden zu irgendwas. Zeige, dass du sie willst, aber nicht auf sie angewiesen bist. Du brauchst niemanden. Alles, was du brauchst, ist schon längst in dir drin. Und das ist die Dynamik, die verdammt nochmal seit Tausenden von Jahren funktioniert. Ich will dich, aber ich bin nicht auf dich angewiesen. Du bist ein Mann, das Symbol der Freiheit und der Ungebändigkeit. Selbst wenn du in einer Beziehung sein solltest, muss deine Frau ab und zu sehen, dass du dein eigenes Ding machst, dass du dich nicht für sie oder für irgendjemanden anderen verbiegst, dass du Rückgrat hast und dich und deine Bedürfnisse niemals verleugnest. Das macht den Unterschied zwischen dir und einem Möchtegern-Alpha aus. Oder mit anderen Worten, zwischen einem Mann und einem kleinen Jungen. Und wenn ich dir die Kunst der Verführung beibringen soll, dann klicke hier.